Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum letzten Kampf mit unserem Gift-Team. Heute habe ich mit dabei Kazumi, ich piek dich und Just Smile versus ein Japaner mit seinem Blitzarm, Flunkkiefer und Knackrack. Das ist der letzte Kampf dieses kleinen Teams. Ich hoffe, das Team hat euch so Spaß gemacht. Und wenn ihr gerne weitere Monokampf-Teams sehen wollt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein Monokampf-Team euch interessieren würde. Ich werde mal dann gucken, ob ich es realisieren kann. Es wird natürlich ein bisschen dauern, also dann nicht so rumschreien, wo ist es, wo ist es, wo ist es. So, aber ich würde sagen, ich habe jetzt erstmal genug gequabbelt. Wir können ja am Ende des Videos auch noch ein bisschen quabbeln. Also, Kampf starten! Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang einen ganz schlechten Start gehabt. Weil mit Smogmog gegen einen Raichu zu leaden ist, wie soll ich sagen, nicht der beste Start, den man machen könnte. Und ich Depp hätte eigentlich auswechseln sollen. Nein, bin aber straight drin geblieben und habe auf den Flammenwurf gedrückt. Warum auch immer. Ach ja, ich glaube, ich hatte einen Volt Switch predicted auf Flunkkiefer, wenn ich mich richtig erinnere. Bin aber dann ausgewechselt auf mein Slimog, das den Donnerblitz natürlich viel besser tanken kann. Physisch speziell defensiv Wall, Just Smile. Und genau in diesem Moment, ich hätte es drücken sollen, wirklich. Ich hätte nicht angreifen sollen, ich hätte auf den Fluch gehen sollen. Warum habe ich es nicht getan? Das war so obvious. Da kommt erstmal der fette Wutanfall, der mir eine ordentlich mitgibt. Und ich so... Steel Move! Explosion! Vielleicht kann ich es ja mit ausnocken. Es hat knapp nicht gereicht. So, dann schicke ich wieder Kazumi rein, weil ich denke, vielleicht schaffst du es ja den... Nein. Nein, überhaupt nicht. Von einem Garchomp, Wutanfall, gar nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding auch noch gechoiced war. So, und hier war jetzt die Sache, ich hätte lieber auf den Schwerttanz gehen sollen. Die Sache war mir aber die, das Risiko mit der Verwirrung einzugehen, war mir einfach zu hoch, dass es sich wirklich selbst haut. Deswegen ich angegriffen habe. Am Ende wäre der Schwerttanz wahrscheinlich besser gewesen. Dann kommt wieder Blitzer in den Kampf, dass ich wunderbar ausspeeden kann, da ich mit Mega Bibo jetzt schneller als es bin und ihm einen Schlagbohrer drücke. Hat er wahrscheinlich nicht kommen gesehen. So, und jetzt kommt eigentlich die Sache, wo ich mich ärgere, dass ich in der Runde zuvor den Schwerttanz nicht gedrückt habe. Das Problem ist, der Schlagbohrer mit gesenktem Angriff hätte nicht gereicht, das Flunkkiefer zu One-Hole-Shotten. Deswegen bin ich auf den Schwerttanz gegangen, weil ich einen Tiefschlag predicted hatte. Das aber voll nach hinten losging, da der Donnerschlag kommt. Und wir alle wissen, die kleine Biene nicht gerade das Verteidigungsmonster ist. Und ja, das, meine Freunde, war der einzigste verlorene Kampf des Gift-Teams. Von 4 aufgenommenen Kämpfen haben wir einmal verloren. Also wie gesagt, mir hat es extrem Spaß gemacht, mal so ein Mono-Gift-Team mit in den Battle-Sport zu nehmen, weil man schon gemerkt hat, die meisten Leute kommen damit überhaupt nicht klar, wenn plötzlich so eine Gift-Armee vor ihnen steht. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein Mono-Team ihr gerne mal sehen würdet. Ich werde mal gucken, dass ich mich da ransetze und das mal zusammenbastel und wir mal gucken, wie gut wir im Battle-Sport abschneiden werden. Ich hoffe aber trotzdem, euch hat die kleine Session mit diesem kleinen, wundervollen Gift-Team gefallen. Und wir sehen uns bei den nächsten Battlespot-Kämpfen wieder. Das war's soweit von mir. Ciao, Leute!